Hallo meine Freunde, das mache ich und willkommen zurück zum 14. Part von Little Inferno. Ja, ich habe nochmal die Sachen hier gekauft, um zu gucken, ob das wirklich nicht die richtige Kombi ist. Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ob das nicht wirklich doch die ist. Deswegen probieren wir es einfach nochmal aus. Holzfällerhand und der Baum. Zünden es mal alles an. Okay, jetzt können wir uns auch ganz sicher sein, dass die das nicht ist. So, nun brauchen wir dann noch. Was kann man noch machen hier? So. Dann. Was, wenn das nicht ist, dann probieren wir mal die männliche Kombo. Wir nehmen einfach mal die Bärenfalle auch mit rein. Den Bart. Also eine Briefmarke von der Spinne, das ist natürlich sehr, sehr nett. So, dann packen wir noch den Rasierer da rein. Richtig. Nein, 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 Rasierer. Come down in die Cheesecake. Ganz ruhig. Leute, ich werde mal wieder die Kombination nachgucken müssen, weil wir wollen ja auch vorankommen und ich komme einfach auf keine Kombination irgendwie mehr. Auch wenn sie wahrscheinlich am Ende total einleuchtend sind, aber das bringt mir ja nichts. Bis gleich. Für die Entensaison brauchen wir was ganz Einleuchtendes eigentlich. Also die beiden Dinger. Der Baum war klar, nur das andere war mir nicht so ganz klar. Was gibt die Entensaison? Und für die Holzfäller-Kombi war ich auch schon auf einem guten Weg, nur da brauchen wir nicht die Holzfäller-Hand, sondern warum auch immer das männliche Parfüm, wenn ich richtig liege. Oder nicht? Hä? Okay, Leute, ich werd nochmal nachgucken. Bis gleich. So, meine Freunde, also für die Jagdkombo brauchen wir den Baum und die Bärenfalle. Eigentlich auch sehr einleuchtend. Und ich war eben doch ganz richtig eigentlich. Nur, ich war eben doch ganz richtig, nur dass ich mich eben wieder vertan habe. Und ich meinte eigentlich, dass den Baum brauchen wir die Hand. Also die Holzfällerhand. Statt dem Baum. Da habe ich mich wieder vertan. Jetzt aber. Ja, geht doch. Dann benötigen wir ganz kurz nochmal das hier. Den da. Und den da. Für die männliche Kombo, da haben wir ja von oben sind rumprobiert. Ganz geschafft habe ich es nicht. Weil ich immer die Bart genommen habe. Ich hatte das Parfüm, aber gut, okay. Kommt vor. Passt. Aber alles. So, dann
fehlen uns jetzt nur noch ein paar Kombinationen, naja, wobei noch ein paar viele, ne? Bodybuilder, ja gut, das könnte das hier sein. Der und und keine Ahnung, die Wurst. Oder war was mit Spritzen, ne? War so eine Spritzenkombi, ne? Spritzen kam doch auch hier raus, ne? Ich sehe das jetzt schon nicht mehr, boah, das ist doch kacke. Gut Leute, ich gucke noch mal ein paar Kombinationen nach, dass wir langsam hier auch vorankommen. Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So, ich denke mal, die kommen jetzt, habe ich nachgeguckt, das sollte richtig sein, wie hier die reinpacken mit den Ballons. So, super. Dann können wir noch hier die Kombi machen, welches das ist, weiß ich nicht, aber ich muss, ich finde das eh alles nicht raus und dann bringt uns das auch nichts, wenn wir hier ewig hätten rumsitzen. Zack. Dann kurz die Combo. Die habe ich nicht nachgeguckt. Ich denke mal, dass es so richtig ist, aber ja. Sieben Kombinationen fehlen uns noch. Kettenraucher, ja gut, das sollte aber einfach sein, oder nicht? Gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, denke ich. Und das wären die hier eigentlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was sonst sein soll. Okay, es ist das. Alles klar. Dann haben wir das auch. Das ist super. Gerichtskosten. Keine Ahnung, vielleicht das und das oder so.
Oder der böse Mann. Woher soll ich das denn jetzt wissen? Hallo, bin ich intelligent? Ich glaube mir eher weniger, ne? Immerhin, ich mache Sinn. Wäre natürlich lustig, wenn es das jetzt wirklich wäre, eins davon. Ich glaube aber nicht. Nee, leider nicht, okay. Letzte Information werde ich auch nachgucken, einfach damit wir fertig werden damit langsam. Bis gleich. Aus diesem kriegen wir eine Kombination, warum auch immer, aber daraus kriegen wir was. Also tödliches Laster, immer wegen Alkohol, wegen Zigaretten und wegen Pokern. Ah, Bruder, verstehe. Dann die Gerichtskosten sind das hier. Das wäre das nächste gewesen, was ich ausprobiert hätte. Weil das bei dem Geld rausfliegt und sowas. Und die Sachen habe ich eben aus Versehen gekauft, gerade weil eigentlich haben wir diese Kombination schon. Ich behalte die Sachen aber mal, falls wir die auch noch mal brauchen sollten. Und ich werde ganz kurz die restlichen Kombinationen noch nachgucken. Sind ja nicht mehr, sind nur noch diese vier Stück hier. Bis gleich. So, das Proteinpulver brauchen wir tatsächlich noch was anderes, habe ich schon gerade verbrannt. Drei der vier Kombinationen können wir uns hier so erspielen. Einmal brauchen wir hier das hier zusammen. Für die Bodybuilder-Dings. So. Dann benötigen wir für die ohrenbetäubende Kombi. Das ist alles eigentlich denkbar. Man kann sich das alles eigentlich denken und rausfinden, aber ich würde da Ewigkeiten zu überlegen, da wird auch nichts mehr rumkommen am Ende. Deswegen gucke ich die Sachen halt nach. Ich weiß, es ist halt blöd, aber wir wollen es auch irgendwann mal schaffen, ne? Brauchen wir die Musikbox und die Walküre, Opernsängerin da, für die Ohrenbetäubenden. Und dann brauchen wir, ja Bruder, dann werde ich ganz kurz, damit wir es auch noch bald alles Gold haben, mal das hier und das hier noch mal kaufen. Weil die gerade noch Silber jetzt gerade sind. Genau wie dieser Ball. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt können wir hier die Kombi noch machen. Straßenraudis. Und kaufen kurz die Sachen für die letzte Kombi noch, die wir brauchen. Aber wir brauchen das Book of Dark, haben wir schon. Dann müssen wir jetzt gucken, was es ist. Den hier brauchen wir. Und eine kleine Sache brauchen wir noch, die werde ich auch ganz kurz nochmal nachmachen, damit ich nicht vergesse, ich bin alt. Bis gleich. Die geheime Würzsoße ist es wieder mal, die wir benötigen. Der Part ist jetzt auch etwas länger, wobei ich einiges auch schneiden werde. Ich werde ganz kurz mal die Sachen hier beschleunigen. Damit wir das auch machen können jetzt hier. Das ist die, wie siehst, Kombo, also die Krankenkombo. So, schmeißen wir die nochmal rein, die Frost Nuke. Sehen Sie im Prinzip nur, dass der Katalog Gold ist. Das ist auch nicht mehr so schwer. Wir müssen alles nochmal kaufen hier. Auf zwei Sachen müssen wir noch ganz kurz warten. Das werde ich offscreen machen. Und ich werde ganz kurz einblenden, wie ich die kaufe. Trotzdem bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zusehen von euch. Ein Like wäre geil, wenn ihr ein Abo da, das wäre super. Ich blende gleich noch ein, wie ich die Sachen hier kaufe, dass wir dann unten den Stern haben. Und
Das dauert noch ein paar Sekunden. Wir sehen uns dann gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao.